Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Im letzten Part sind wir entkommen, Leute. Sind wir entkommen. Endlich. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucke, ja. diesmal ist das Mikro nicht so arg im Gesicht wie letztes Mal. Das war ein kleiner Fail. Deswegen werde ich jetzt... Wir sind im Luftschiff. Und hier kann man speichern auf diesen Kreisdingern. Beziehungsweise auf das Machtsymbol. Man kann auch... Warte. Ich würde da gerne nochmal drauf gehen. Weil ich habe vorgestern halt einen Speicherpunkt gesucht. Okay, geht nicht. Okay. Dann gehen wir mal hier gucken. Was ist das? Achso. So. RS interagieren. Ist das ein Bencho? Bencho. Sieht so ein Bencho aus? Ich bin mir nicht sicher. Oh ja, spielt uns sogar was vor. Das ist aber nett. Dann mach das mal. So gehen Fotos. Okay. Das muss ich mir merken. Das Lied. Oh, wow. Es ist von mir. Oh, echt? Aus alten Tagen. Das glaube ich dir nicht. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Du bist kein Jedi. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister. Sieht tatsächlich nicht so aus wie ein Jedi, oder? Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Okay, Ziel erreicht. Ich bin mir so unsicher, dass die Facecam jetzt sitzt. Ich guck nochmal. Doch. Passt eigentlich. Okay, wir haben unser Ziel erreicht. Boguro oder so? Ich weiß den Namen nicht. Das ist Bogano. Bogano. Ein okay. Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Okay. Aber nur, wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Boah, ich bin aber bestimmt zu schwach, oder? Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Ja, wieso kann sie das nicht? Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich dachte, sie ist eine Jedi. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber ich bin nur ein Machtnutzer. Ist hier jemand, der dich treffen möchte? Okay. Wer ist Möge die Macht mit Jedi? Dir sein. Yoda? Oh, guck mal, das Grogu. Vielleicht. Ich weiß nicht, in welcher Zeit das spielt. Oh, sieht schön aus mit dem Licht. Das Wasser, das ist ja komplett still, oder? Ich wollte nach einem Jedi. Ein bisschen bewegt sich. Aber wenn schon einer hier ist, die Wasseranimationen sind so schön. Oh, das sieht gut aus. Aber das ist so Doku. Hallo Doku? Gott, hier sind ganz viele Dokus. Nee, es sind die Maulwürfel, Leute. Ich weiß. Es ist kein Doku. Boah, kann ich hier überall hin? Aha, hier unten haben wir irgendein Geheimnis. Kann ich das aufmachen? Nee. Ja, ich will mal ein bisschen gucken. Okay, hier geht's runter.
Hier geht's auch runter. Da gucken wir da mal. Hallo, Kleiner. Wer ist das? Ist das ein Hüpfding? Gott, ich hab Angst. Nee, geht das so nicht? Ich hätte gedacht, so geht das. Dass man das mit der Macht aufmacht. Nee, geht nicht. Okay, da hoch auch nicht. Ist das hier eine Kiste? Was ist das? Ich glaube nichts. Einfach nur Deko. Ah, aber hier. Nee. Hä? Hallo, ich will mich da dranhängen. Als ob du hier nicht hochklettern kannst. Okay. Ja gut, dann gehe ich mal wieder. Komischer Ort hier. Aber schöne Steintexturen. Oh ja, das gefällt mir sehr. Ich würde noch irgendwie noch einen anderen Weg finden, um schneller laufen zu können. Hallo. Mann, haut doch nicht ab. Wohin muss ich? Ich muss nach da hinten. Da stehen irgendwelche Hütten. Und da ist irgendwie so ein komischer Rauch. Springen wir mal dahin. Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. Okay. Dann meditiere mal. Speicherpunkt. Speicherpunkt, okay. Du hast genügend Fähigkeitenpunkte, um neue Fähigkeiten zu lernen. Öffne den Fähigkeitenbaum, um sie zu benutzen. Ja, toll, kann ich ja eh nur den ersten hier kaufen, wie es aussieht. Okay. Geht's denn Macht, Überleben oder Lichtschwert? Oh, ich finde Lichtschwert-Skills cool und Macht-Skills sind eigentlich auch ganz cool. Okay, cool. Schauen wir uns aber später an, wenn wir dann mal hier was machen können. Mach mal eben einmal hier speichern. Oh, egal. Egal, egal. Gott, was hat er? Was spürst du? Oh, piep, 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 piep. Oh, hey, BD1. BD1? Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Piep, piep, piep. Du kennst den Jedi? Was weißt du? Piep! Warte doch. Wie, 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 wie. Hast du das gehackt? Danke. Oh, danke. Kann ich mich daran festhalten? Ja, okay. Wie, 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 dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Okay, wie, wie, wie. Oh, ich bekomme eine Karte. Okay. Dein aktuelles Ziel wird immer auf der Holo-Karte von BD1 angezeigt. Kommt er jetzt einfach mit? RT. Ah, so kann ich zoomen. Ja. Ja, cool. Ist ja cool. Was ist das? Ah. Okay. Warte, da hinten irgendwo. Ich muss da hin. Wahrscheinlich. Ja, komm, schließen wir einfach. Oh, ich würde aber gern nach da hinten gehen. Soll ich da rüber springen? Nee, komm. Komm, wir gehen erstmal hier hin. Klettern auch runter, okay. Ich spüre was hier drüben. Sind das Gegner? Oh Gott. Okay. Ich nehme mal das ist ein großer Käfer. Oh, sehr schön. Gott. Ey, aber cool, dass sie so liegen bleiben. Das ist cool. Und da wächst Gras raus. Nee, Spaß. Sieht ja so aus, als ob ich hier irgendwas machen kann, oder? Nope. Kann ich nicht. Oh Gott. Hallo? Oh Gott. Alter, ich mach One-Hit. Das ist cool. Echo wahrnehmen. Es wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Okay. Komme ich hier irgendwo jetzt hoch?
erhält Cole dank der Macht Informationen, wenn er bestimmte Objekte berührt. Ah, okay. Und die kann ich auch irgendwo lesen, oder was? Anpassen? Achso, nee, die brauchen wir nicht. Datenbank. Ein toter Splocks, der von Bocklingen getötet wurde, als er ihr Nest plündern wollte. Mehr nicht? Okay. Wow. Tolle News. Danke. Hier geht's nicht weiter. Darum hat BD1 mich gewarnt. Mhm. Okay, nächstes Mal höre ich auf dich. Ja, nächstes Mal höre ich auf dich, BD1. Ich schwöre vielleicht. Okay, also da hoch, da werde ich ja nicht hinkommen, oder? Nee. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich will ja gehen. Ach so, guck mal, er ist auch schon hier. Ich will mal mit ZR sprinten, aber es ist ja, es geht ja nur in anderen. Oh Gott, ist ja knapp. Zack. Aha, soll ich runtergehen? Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Ja. Oh, guck mal, das ist ein... Alter, wieso ruckelt es hier? Bisschen ruckelt es hier, oder? Also jetzt gerade nicht mehr. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich dachte, ich will runterfallen. Hast du das gewusst? Halt. Hast du nicht? Was haben wir hier? Meditieren. Achso, schon wieder zum Speichern. Okay. Von mir aus? Ich speichere gerne. Ich speichere gerne. Ja. So, sollen wir jetzt hier reingehen oder was? Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Ja, super. Und top, hopp. Vorsicht da drüben. Wieso sieht sicher aus? Wieso verrätst du mir, wo ich genau hingehe? Auf dem ich weiß sogar, dass ich mich bücke. Ach, B. Und dann fährst du halt... Oh Gott. Bip, bip. Durchhalten, BD1, ich komme. Oh Gott, der kleine Roboter. Zack. Oh, nice, Alter. Warte. Oh Gott. Zack, zack. Oh, sehr gut. Den haben wir. Oh Gott, wo sind wir hier denn? Zack. So. Oh, guck mal, ich bin ja richtig gut. Hey, das war ziemlich mutig. Alles okay? Oh Gott, er ist ein bisschen kaputt. Ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh, schon gut. Schon süß. Schön. Der Scomb-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Ah, vom Rücken will ich eigentlich nichts, aber ohne Untertitel will ich eigentlich was haben. Okay. Schade. Versuch's. So, das nehme ich. Das Gewölbe. Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also, dann geht's weiter. Erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. Kann ich auch hier was machen? Oder konnte ich jetzt nur was für ihn machen? Oh, Lichtschwert anpassen. Okay. Kann ich auch die Doppelschwerter bekommen? Von Isuka, das wäre cool. Farbe. Orange ist, glaube ich, auch cool. Mir gefällt das ja am liebsten. Ja, komm, nehmen wir auch mal. Oh, so ein etwas kaputtes? Finde ich schon cool. Material. Get, glaube ich. Sieht schon nice aus, oder? Boah, ich kann es auch drehen. Cool. Ja, fertig. B zurück. Zack. Boah, sehr cool. Kelle, was hast du denn jetzt für ein schönes Lichtschwert? Ich bin ja der... Ich glaube, grün gefällt mir doch mehr. Da ich nicht weiß, wann ich hier wieder auftauchen werde, ändere ich das doch nochmal. Die Farbe, die gefällt mir nicht. Orange ist nicht so meins. Ich glaube, ich bin wirklich eher so grün oder lila. Blau ist natürlich auch cool. Aber blau ist blau. Ah, wir nehmen grün, glaube ich. Ja, passt besser, glaube ich, zu Caleb. Würde ich sagen.
Ja. BD, das ist viel zu klein für mich. Ja, echt mal. Keine Sorge, ich find schon selber raus. Schießen. Zack. Eng, es wird schon gehen. Wieso leuchtet das hier so? Ist das kaputt? Oh. Gut. Sorry. Boah, ganz, ganz viele irgendwas. Zack. Ich weiß, ich glaube, es gibt hier einfach nichts. Aha, ach, die sind lose. Was haben wir hier? Echo wahrnehmen. Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager. Lebensmittel und Vorräte. Ja. Sieht eigentlich auch noch relativ sauber aus, würde ich sagen. Also höchstens 2 Monate. Oder noch weniger. So, komme ich aber durch, ne? Bip, bip. Ah, das ist auch gut. Gott. Alter, das ist mir schon wieder hier fast zu dunkel. Die Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil. Ja, ich guck gleich. Wollen wir mal gucken. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts. Nee, okay, okay, dann gehen wir ins Licht. Dann kletter mal hoch. Und zack. Oh Gott. Ja, nice. Alter, komm, Caleb. Streng dich jetzt mal an, mein kleiner Affe. So, ein bisschen runter und dann rechts. So. Ah, okay. So, perfekt. Gut gemacht, Caleb. Ah, okay, okay. Da kommt man sonst nichts mehr hin. Okay. Und wieder. Ja, mir geht's gut. Oh, Caleb, Mann. Wie? Heilen? Was ist das denn für eine Taste? Ah, nach oben. Okay. Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Ah, danke. Seiner. Oh, super gemacht. Das ist besser. Das ist besser, auf jeden Fall. Danke, Kleiner. Ich würde dich das jetzt streicheln, aber Neues. Das macht er nicht. Oh. Okay. Okay, willst du mich hier rammeln oder was? Komm an Bord. Ah. Ach, der kleine Roboter ist süß. BD1. Tja, wie kommst du hierher? Okay. Das weißt du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Weg hier mit. Was soll ich da sagen? Okay, du hast jetzt jederzeit Zugriff auf BDs Holokarte. Ah, okay. Schneiden. Wieso sollte ich das machen? Ich weiß es noch nicht. Ich gehe noch eben kurz hier rüber. Eine Truhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Ja, guck mal. Oh. Nee, bedient sich da. Hast du was gefunden, BD1? Neuer Sender enthalten. Enno Cordara. Ja, cool. Cool, okay. Frage ist, wo komme ich hier raus? Komme ich hier beim... Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Warte, okay, okay. Wir gehen nochmal runter. Und klettern mal hier runter. Ach, hierher sind wir gekommen. BD1, hier rüber. Okay, ich dachte, das wäre was Neues. Oh, cool, es ist so ein... Schnell-Dingsbums. Egal, wir laufen erstmal. Oh, BD läuft schneller. Wow. Ich würde gerne mal hier in die Häuser reingucken, falls das geht. Nee. Kann ich da hochklettern? Nope. Okay. Da ist auch was Blaues. Und Speicher. Achso, ach, da war dieses Ding. Sollen wir da jetzt hin? Wo ist denn der Turm? Nee, das ist nicht der Turm. Sollen wir jetzt da runter, Bidi? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hab dich verloren. Naja. Ich würde sagen, wir... Ah, da bist du. Ja. Ja, das würde ich auch sagen, dass wir hier runtergehen. Und zack. Oh.
Du hast alles kartografiert. Boah, gut gemacht, BD. Ich bin echt stolz auf dich. So, aber ich will hier raus. BD ist beschäftigt. Ja, ich bin auch beschäftigt. Hoch habe ich doch alles, oder? Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Ja. Ja, schließen, danke. Okay, hier komme ich glaube ich noch nicht rüber. Da ist einer. Zack. Boah, da fliegt der Kopf aber. Guck mal, Billy, da ist noch was für dich. Ups, ich will mal A drücken. Wo willst du hin? Oh, es war also was drin. Neues Poncho-Material erhalten. Aha. Ah, ich kann die Gegner scannen. Taktische Leitfaden aktuell. Wo gerade? Okay, okay. So. Das merken wir uns auch einfach mal. War hier nicht gerade irgendwo ein Viech? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich glaube, das habe ich mir eingebildet. Oh Gott, ey. RS. Da ist RS. Ausruhen, ja, das machen wir ja schon. Hier, ne? Schön speichern. Schön speichern. Dann gehen wir weiter. Oh, hier ist eine Spitzhacke, okay. Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Ja. Ne, das geht leider nicht, okay. Dann... Ah, er lebt da hinten wieder. Ach so, stimmt. Weil wir Dings gemacht haben. Oh, ich glaube, ich muss auch runter, oder? Ja, ich glaube schon. Und dann am besten gleich wieder X drücken, dann ist dieses Ding da kaputt. Oh Gott, er lebt noch. Er lebt noch! Oh, jetzt. Sehr gut. Oh Gott, das ist ein großer. Der ist aber den kleinen. Wieder auf weg. Aua. Nein. Hier, weg mit dir. Danke. Und zack, zack, weg. Die Hose ist weg, glaube ich. Was muss ich hier machen? Okay. Ein Scan. Bibu? Hast du was? Ah! Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Ich brauche Heilung. Speedy. Aua. Speedy. Ich brauche Hilfe. Brauch Mama Hilfe. Sehr gut. Oh mein Gott, ey. Oh Gott. Was ist das? Ein Ogdedede. Kann ich hier vom Foto machen? Das wäre lustig. Oh, ich liebe diese Fotoeinstellung. Wer guckt? Mega A-Foto. Danke. So, und weiter geht's. Okay, BD. Soll ich da dran springen oder was? Nee. Soll ich hier denn machen, Billy? Okay, das auch nicht. So rüber komme ich da wahrscheinlich auch nicht. Was hier dann? Nee. Ich weiß nicht. Okay, ich gehe einfach mal hier gucken. Ah, hier ist eine Efeu-Wand. Okay. Zack, hoch mit mir. Ach, guck mal, hier kann man auch speichern, Leute. Dann würde ich auch direkt sagen, das war's mit dem Part für heute. Oh, guck mal, wir können auch irgendwas hier an einer Fähigkeit hinzubekommen. Was haben wir denn hier unten? Kreuz maximale Macht erhöht sich. Okay, cool. Was könnte man da machen? Hält zu verlangsamen, kann Cole sein Ziel langsamer
Cole sprintet nach vorne und attackiert sein Ziel, springe während des Sprints, um einen Salto über das Ziel zu machen. Oh, cool. Cole kann nach einem Überkopfhieb einen weiteren mächtigen Angriff ausführen. Auch cool. Greift Cole nach einem schnellen Ausweichmanöver an, führt er eine schnelle Trittattacke aus. Greift Cole aus einem Sprint heraus an, kann er einen speziellen Lichtschwertangriff ausführen. Hört sich alles cool an, Sammy unten. Kurz maximales Leben, oh, das ist eigentlich auch immer super. Und die Verteidigung und Blockausdauer. Ich würde das hier probieren. Oh, okay. So sprintet er also. Ja gut, Leute. Das war's dann für heute mit Star Wars Jedi Fallen Order. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Denn Star Wars wird wahrscheinlich jetzt immer dreimal die Woche kommen. Ja. So habe ich das eingeplant. Und bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ich finde meine Maus nicht. Tschüss, tschüss, tschüss. Da ist die Maus.